Im Hamburger Groß- und Außenhandel sind ca. 60.000 Menschen beschäftigt. Die Kommissionierer arbeiten körperlich und unter großem Zeitdruck. Aktuell laufen Tarifverhandlungen für mehr Lohn. Heute wurde deshalb gestreikt. Wir wollen den Druck auf den Arbeitgeberverband erhöhen, weil wir demnächst auch wieder Verhandlungen haben. Und wir fordern für die Beschäftigten 13% mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 400 Euro. Für die Auszubildenden 250 Euro mehr und eine Laufzeit von einem Jahr. Und die Arbeitgeber haben bisher ein Angebot vorgelegt, was völlig inakzeptabel ist und komplett an der Situation der Beschäftigten vorbeigeht. Und die Kolleginnen und Kollegen sind am Ende des Monats tatsächlich, stehen sie vor der Frage, tanke ich, um zur Arbeit zu kommen, oder kaufe ich mir die Lebensmittel? Und ich finde, das ist eine Situation, die unerträglich ist.